Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die rote Edition. Wir machen jetzt Siegfried fertig, Leute. Mal wieder. Siegfried möchte kämpfen und setzt Garados ein. Zurück auf Glurak. Oh, die Hydro-Pumpe würde Glurak töten. Garados ist echt heftig. Nein! Warum nicht Hyperstrahl oder Drachenwut? Warum die Hydro-Pumpe? Oh, Glurak lebt noch. Flammenwurf. Oh nein, Flammenwurf ist nicht effektiv. Mist. Lol, Garados brennt. Oh nein, Hydro-Pumpe besiegt Glurak. Ich glaube, wir werden dieses Mal wieder ohnmächtig, Leute. Er brennt, also hat Hypnose keinen Sinn. Vielleicht, wir machen mal Egelsamen, Drachenmut. Opa ist besiegt. Wir hätten Beleber machen sollen. Denn Siegfried können wir noch besiegen. Hydro-Pumpe besiegt Rion. Es ist immer ein Boden-Gestein-Pokémon und ein Volltreffer auch noch. Na toll. Feuerwirbel. Durch das Brennen machen wir jetzt noch mehr Schaden pro Runde. Das ist sehr effektiv dann. Also, sehr zum Vorteil von uns zumindest. Machen wir Stärke. Das könnte es besiegen. Ja, besiegt. Wir haben kein anderes Pokémon mehr. Zerschneider. Slam ging daneben. Sehr schön. Stärke. Und weg. Zerschneider. Drachenwut trifft. Aber sollte nicht allzu viel Schaden machen. Nein. Stärke. Aerodactyl verbrennen wir. Es lebt noch. Nochmal. Ein Hyperstrahl würde Glurak nicht mehr aushalten, deswegen... Nein, ich habe da unten gedrückt. So, deswegen bekommt es jetzt unseren letzten Top-Trank. Und dann greifen wir ihn mit Stärke an. Da ist der Hyperstrahl. Und gewonnen. Siegfried wurde besiegt. So, erstmal einen Supertrank, Leute. Auf Glurak. Ich gebe ihm noch einen zweiten.
Ich möchte versuchen, jetzt noch gegen Darius zu gewinnen. Beleber, wem gebe ich den jetzt? Duflor oder Pipi? Ich gebe ihm Pipi. Mit Pipi könnten wir gewinnen, Leute. Könnten. Muss nicht. So, mal sehen. Zuerst kommt der Taubos. Das kann Wirbelwind, was keinen Effekt hat. Und es kann Himmelsfeger, was eine Runde zum Aufladen braucht. Das heißt, wir haben... Und Flügelschlag kann es auch, ja. Aber das hält Pipi aus. Wir haben also gute Chancen, mit Pipi jetzt den Komprimator zu maximieren. Nicht gut. Es kann auch Spiegeltrick. Ah, es versucht Himmelsfeger. Das ist der vierte Komprimator. Der fünfte. Und der sechste. Es versucht wieder Himmelsfeger. Machen wir einen Blitz. Treffer, sehr gut. Dann bearbeiten wir es mit Pfund. Ha, daneben. Wirbelwind hat sowieso keinen Effekt. Ja, schade, da haben wir mal daneben geschlagen. Da kommt wieder der Himmelsfeger. Er trifft. Wow! Jetzt ein Top-Tank, Leute. Noch, es leuchtet wieder. Ich mache nochmal einen Supertrank. Daneben. So, Pfund. Auch daneben. So, jetzt wirst du besiegt, Taubos. Ha! Simsala kommt als nächstes. Auch das werden wir besiegen. Blitz. Ja, mach nur Genesung. Oh, Blitzschluck fehlt. Psychstab, der trifft. Mist. Ha, zum Glück. Blitz hat getroffen. Nochmal einen Supertrank. Mach nur Genesung. Wir verkloppen dich jetzt. Reflektor hält die Verteidigung. Also, ja, er hält Panzer, aber egal. Kommt aufs selbe hinaus. Besiegt, Volltreffer. Ja, gut gemacht, Pipi. Pipi erreicht Level 49. Juhu. Ich glaube, jetzt können wir es entwickeln, oder? Bin mir nicht gerade ganz sicher. Egal. Rizeros. Oh, Rizeros. Das wird ein bisschen problematisch. Erstmal Blitz. Daneben, schade. Lol, Pipi ist schneller als Rizeros. Rutenschlag hat getroffen, dann machen wir lieber nochmal Blitz. Besser. Metronom. Feuerschlag. Oh, das ist schon mal was Schönes. Okay, doch nicht so schön. Rutenschlag hat nochmal getroffen. Ich mache trotzdem Metronom weiter. Psychstrahl, das sollte effektiv sein. Rizeros hat... Okay, ist es doch nicht. Wow. Toxin, das sollte es vergiften.
Ja, dann können wir jetzt es mit Pfund zermürben. Dann mache ich nochmal einen Blitz zuvor. Pfund. Der Rutenschlag trifft schon wieder, das gibt's doch nicht. Es scheint sehr effektiv gegen das... Also das Gift scheint sehr effektiv zu sein. Bei Rizeros. Wow, immer heftiger. Das ist echt mal ein heftiges Gift, Leute. Arcani ist dran. Wir wechseln nicht. Blitz. Daneben. Treffer. Pfund. Zermürben wir es, Leute. Oh nein, Glut trifft. Au, Volltreffer, war klar. Schnell einen Supertrank. Nochmal einen Supertrank. Bodycheck. Volltreffer, oder? Ja, die zwei Supertränke waren gerade voll unnötig, umsonst. Mist, ich hatte gehofft, mit Pipi bis zu Bisaflor zu kommen. Naja. Kokowai ist gleich besiegt. Und da ist es auch schon weg. Volltreffer, armes Kokowai. Aber jetzt kommt... Ach, nicht Bisaflor, Turtok kommt. Komm schon, Glurak, du packst das. Feuerwirbel. Nein! Ah, es macht Panzerschutz. Welch ein Glück. Ja, Treffer. Wir machen dich fertig, Turtok. Ich glaube, jetzt ist es nur noch... Nein, immer noch nicht... Immer noch grün, nicht gelb. Aber jetzt bestimmt. Ja, Volltreffer, geil! Vier Angriffe mit dem Volltreffer, Feuerwirbel. Fünf! Ja, geil! Okay, das schaffen wir jetzt auch noch mit einem Flammenwurf. Gewonnen! Juhu! Die Gegenstände, die wir benutzt haben, sind nicht so teuer gewesen wie das Geld, das wir durch eine Unmacht verloren hätten, Leute. Immerhin hätten wir 15.000 verloren. Und wir haben aber nur etwa, keine Ahnung, vielleicht 5.000 an Poké-Dollar an Gegenständen benutzt. Also im Wert von etwa 5.000 Poké-Dollar. Wobei, nein, vielleicht waren es sogar 7.000 oder 8.000. Aber trotzdem, immer noch weniger als 18.000. Also sehr gut.
Dratini, Level 21, Typ 1 Drachen. Owei, Level 28, Typ 1 Pflanze, Typ 2 Psycho. Rihorn, Level 37, Typ 1 Boden, Typ 2 Gestein. Pipi, Level 49, Typ 1 Normal. Duflor, Level 50, Typ 1 Pflanze, Typ 2 Gift. Glurak, Level 76, Typ 1 Feuer, Typ 2 Flug. So, wir besitzen 99 Pokémon und haben 139 Pokémon gesehen, Leute. Das ist echt toll, Leute. Und da haben wir wieder den Abspann. Mal sehen, in einer Minute wäre sowieso die minimale Folgenzeit erreicht. Ich glaube, ich werde dann Schluss machen für heute und euch nur noch den Abspann da lassen. Der dauert ja etwa eine Minute. Es ist echt schade, dass man den nicht einfach überspringen kann irgendwie. Ich meine, beim ersten Mal, wenn man das erste Mal das Spiel durchgespielt hat, klar, dann ist es auch verständlich, dass man das vielleicht, es dauert ja auch nicht lange, dass man das nicht abbrechen kann. Aber ab dem zweiten Mal, finde ich, sollte man das schon abbrechen können. Denn ich meine, naja, egal, ist halt ein älteres Spiel. Heutzutage würde es man wahrscheinlich abbrechen können, keine Ahnung. Ich hab seit Pokémon Rubin, glaube ich, kein Pokémon mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie die neueren Generationen das handhaben, keine Ahnung. Ich habe das mal bei ProZocker gesehen, das sieht ja gar nicht mehr nach Pokémon aus. Zumindest nicht mehr nach dem, das ich kenne. Ist echt heftig, aber naja. Mal sehen. Europäisches Team. Naja. Deutscher Text von Patrick Fabri. Besonderer Dank. Und da ist es auch schon vorbei, Leute. Dann würde ich sagen, gespeichert wird ja sowieso automatisch. Wir sehen uns morgen wieder in der blauen Edition und übermorgen wieder hier in der roten Edition. Ciao!